Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14. Hier ist wieder das Eismännchen mit, ja, Saisonvorbereitung. In der Saison kann man was sagen, ne? Denn das Spiel ist rum, wir haben das Auftaktspiel gegen Köln also gewonnen und gucken. Wir gucken und wir sehen ein Hammer. Diego Costa wird im Tausch mit Varinha ein Spieler von uns. Guckt mal die Prämien an. Das ist doch der Hammer, oder? Selbstverständlich ist der essentieller Stammspieler. Wenn ich das sehe, Rolle im Kader, also 110.000 Euro, das ist hier nur wirklich kein Geld, ja? Und das ist der Spieler, der uns jetzt langsam Champions League tauglich macht, denke ich. Das nehmen wir gerne an. Marcel Schmelzer hat natürlich seinen Vertrag verlängert. Das erwarte ich von ihm auch. Jetzt gucken wir mal hier Transferangebot für Arnold. Das haben wir schon durchgesprochen. Damit ist das Thema Witzel erledigt. Pogba, das ist dann so, ne? Da werden ganz viele Namen gehandelt. Und kommen tut am Ende ein ganz anderer. Ja, wir sind natürlich noch nicht durch. Wir brauchen noch einen Verteidiger. Machen wir uns mal nichts vor. Wir brauchen noch einen Verteidiger. Erstmal warten wir jetzt noch bis zum, ja, vielleicht Mitte der Woche. Gucken wir mal, Simulationsstopp am Mittwoch. Ach, brauchen wir gar nicht. Denn Bakali kommt auch. Bakali kommt auch. Ist das nicht herrlich? Bakali kommt auch. Und damit haben wir natürlich jetzt eine Offensive, die mehr als nur ihresgleichen in der Liga sucht. Selbst die Bayern sollten da vielleicht keine Probleme mit haben, aber durchaus schon mal schlucken, wenn sie jetzt sehen, was wir hier so können. Also, Robinho auf die Bank. Für den kommt der Diego Costa ins Team. Der ist noch nicht da, ne? Dann ist das auch so, dass wir den noch nicht auf die Bank setzen können. Dann haben wir hier Bakali mit der 18. Hat schon eine 79, Leute. Varinha darf dann gehen. Das ist wohl klar. Die Luftfrequenz wird nicht dünner. Eher für Younes, den wir jetzt noch verleihen müssen. Ganz klare Sache. Und dann habe ich lieber Timo Werner und dahinter, was haben wir mit Scheiterhaufen? Den können wir auch verschenken zur Not, ey. Tölke ebenfalls. Wow, wow, kann ich dazu nur sagen. Also das war doch ein Hammer, oder? Bakali und Diego Costa, das an einem Tag. Also das ist überragend. Und ich würde sagen, damit hat sich diese Sonderfolge schon gelohnt. Wow. So, Simulation stoppen, denn wir haben eine neue Nachricht. Hier ist er. Diego Costa spielt beim FC, beim VfL Wolfsburg. Für 25 Millionen und Varinha, den haben wir ja nun mitgegeben. Ist das geil? Ist das geil? So. Mein lieber Diego Costa, es tut mir so ein bisschen leid um Armin Younes, das heißt aber nicht, dass er nicht spielt. Wir spielen Champions League und wir brauchen unsere Spieler. Hier seht ihr es, ein 83er Stürmer ist das. Und der ersetzt selbstverständlich Robinho. Wir gucken ihn eben mal durch. Hier seht ihr es, Andrat ist vielleicht nicht so toll, ne? Aber im Sprint ist er ganz gut. Stark ist er, das heißt, den werden sie so schnell nicht vom Ball trennen. Er ist aggressiv. Gute Ballkontrolle, gutes Dribbling und aber einen guten Abschluss und Kopfbälle. Das ist für mich sehr wichtig. Diego Costa also nun ein Mann für uns. Es müssen nicht immer nur die Sprinter sein, davon haben wir auch genug, muss ich ehrlich zugeben. Und ich bin absolut begeistert darüber. Was haben wir hier? Pressekonferenz. Ja, jetzt wollen wir natürlich die Frankfurter, die werden wir übelst verunsichern. Weil wir so eine geile Truppe sind. Werden wir das tun? Nein, weiter geht's hier. Tja, da guckt er ein bisschen blöd, hä? Da guckt die ganze Liga wahrscheinlich ein bisschen blöd. Achtung, wir müssen beenden. So, jetzt eine Transferanfrage wie Jönsson. Das wird auch mal langsam Zeit. Ist mir scheißegal. Ihr könnt auch 3 Euro bieten. Die nehme ich an. Angebot annehmen. Weg den Typ. Weg den Typ. Jetzt suchen wir uns einen Innenverteidiger. Das ist viel wichtiger, Freunde der Nacht. Und da habe ich momentan nicht so richtig eine Meinung. Aber mal ganz ehrlich, ich habe ja gesagt, wir sollen noch Spieler suchen, denn Biabiani wurde uns ja noch vorgeschlagen. Und dann möchte ich das bitte auch tun. Diese, wie gesagt, Kaisuke Honda lohnt sich nicht. Trotz allem, ich danke euch, dass ihr überhaupt mitarbeitet und das macht, finde ich total geil und mir überhaupt mal Spieler vorschlagt. Ich bin aber noch so kackfrech und sage, ich gucke mir da durchaus dann doch mal an, was ich denn so brauchen kann. Honda ist eben eine gute Sache eigentlich, genau wie Leighton Baines, aber halt einfach auch zu alt. Oder jetzt habe ich mich wohl verschrieben. Habe ich mich verschrieben? Habe ich mich. Ja. Also, Biani. So schwer ist es doch eigentlich gar nicht, ne? Gucken wir uns auch mal eben an, den guten Jungen. Da ist er, Jonathan Biabiani. Leider eben auch rechter Flügel, von denen haben wir einfach schon zu viele im Kader. Trotz allem, ich bedanke mich, wie gesagt, für den Tipp. Finde ich auch geil. Jetzt gucken wir mal auf die Innenverteidiger. Boah, was ist denn das für ein Scheiß? Achso, Def, Rolle, IV. Wir gucken erst einmal, was die Primera Division zu bieten hat. Ach, die falsche. Das ist die brasilianische. Da brauchen wir gar nicht gucken. Denn da werden wir nicht viele Spieler von kennen. Liga do Brasil, Bundesliga. Wir gucken mal, wen wir in der Konkurrenz ein bisschen haben. Der gut dabei ist im Moment. Hier haben wir viele Leute, die jung sind. Rüdiger,
Ist auch noch ziemlich jung. Was haben wir hier noch? Bressan von Dortmund. Die haben wir schon genug geärgert, denke ich. Was haben wir hier? Christopher Julien. Oh. Kann man ja mal beobachten. Schwab von Leverkusen. Ach nee, spielt jetzt da. Von Beuthen. Das wäre auch nochmal eine Hausnummer, oder? Und Dante. David Abraham, auch kein schlechter. Erdmann, Maro. Aber über Dante kann man sich auch nochmal Gedanken machen. Ne? Über Dante. 9 Millionen. Also eine Anfrage für Dante hauen wir mal raus. Auf jeden Fall. Hier haben wir noch Svaric. Ne, interessiert mich auch nicht so sonderlich. Tantana, Westermann. Holger Badstuber vom FC Bayern. Auch der ist immer interessant. Und ist noch jünger. 25. Würde natürlich mit Klose zusammen. Echt, naja, gucken wir nochmal. Aber bei dem machen wir mal eine Anfrage. Ich denke mal, die Bayern, die haben uns bald in die Schnauze. Was kann denn Kirchhoff eigentlich bei FIFA? Ja, so viel wie in München. Okay. Ich würde sagen, wir lassen es dann hier bei den Bundesliga-Vereinen noch gut sein. Gucken mal in der Barclays Premier League vorbei. Oh, hier haben wir einen. Naja, der ist noch. Tates. Haben wir hier Andreas Christensen. Oh la la. Zumindest mal beobachten, den guten. Scouten kann er den mal. Benackt. Was haben wir hier noch? Smalling, das sind alles nicht. Das ist mein Problem. Die Premier League ist eine schöne Liga, aber die Spieler, die da spielen, sind alles nicht so meine Freunde. Wobei hier, Colocini, letztes Jahr beim Let's Play hatte ich den hier dabei. Riesentyp. Ich finde ihn einfach geil. Hat auch alles weggeräumt. Ich setze aber schon gerne so ein bisschen noch auf deutsche Wesen hinten. Ich habe schon so viele ausländische Spieler jetzt gekauft. Nein, wir lassen es mal gut sein. Das wird also Badstube oder Dante, oder? Drauf gekackt und dann kommt die Eintracht. Anfrage zu Dante, 17 Millionen. 36 für Herrn Badstuber. Haben die irgendwie Alkohol getrunken? Ja, mit dem kann man es ja mal anders versuchen. So viel haben wir nicht, das ist mir auch klar. Wir könnten ja mal gucken. Mal, vielleicht seid ihr ja interessiert an Naldo. Ja, also Dante verpflichten brauche ich jetzt nie, wenn ich Naldo habe eigentlich. Das ist total Quatsch. Quatschig. Eigentlich weiß ich nicht, wo ich das hernehmen soll, das Geld. Ja, da habe ich immer noch 6 Millionen minus. Also für Badstube bin ich bereit 19. 19 und Naldo. Guckt euch mal mein Geld an. Überragend wäre das, oder? Hat halt auch noch einen langen Vertrag. Und Dante lasse ich jetzt trotz allem mal auf, auch wenn ich jetzt nicht wirklich... Nee, Dante brauchen wir nicht. Dafür haben wir dann ja dann doch einen Spieler wie, wie heißt er doch gleich? Naldo. Naldo. Oh, Energie ist mein Schlüssel zum Erfolg. Das müssen wir mal lesen, oder? Eismännchen hat die Vorbereitung des Spiels gegen Frankfurt die Energie und Begeisterung seiner Spieler als entscheidenden Faktor ausgemacht. Darum geht es bei uns. Energie und Enthusiasmus, erklärte er kürzlich. Die Jungs sind einfach motiviert bis in die Haarspitzen. Ich könnte nicht zufriedener mit ihnen sein. Im Moment, ja, kann man wohl so stehen lassen, oder? Im Moment kann man das so sagen. Wir können hier unten natürlich auch noch so ein paar abmachen, aber machen wir später. Ja, das ist jetzt soweit. Das wäre für mich schon das erste Spiel, was ich eigentlich simulieren würde. Ich muss mal gerade in den Kalender gucken, wie die nächsten Tage aussehen und dann gucken wir, ob wir simulieren oder nicht. Wir können eigentlich die ersten Spiele, wo noch, ja, Augsburg, Mainz, das sind alles so Spiele, die man simulieren würde, aber Lautern und dann hier, oh ja, da müssen wir uns auch noch Gedanken machen. Wir haben erstmal noch Zeit, wir können erstmal noch spielen und überlegen uns dann, welche Spiele wir simulieren. Solange ich noch nicht zeitlich so gebunden bin, kann ich es ja tun. Ich habe ja nicht vor, die ganze Saison zu simulieren. Also Leute, wir sehen uns dann gleich im Spiel gegen Frankfurt mit Diego Costa und mit Lucas Piazon und mit, ach, wie sie alle heißen. Leute, bis gleich. Ciao.